passend zum BeFree-Stativ von Manfrotto, was ich jetzt hier unten mal kurz in die Kamera halten kann, haben wir jetzt auch den BeFree Fluid-Kopf, der hier oben schon auf dem Stativ befestigt ist. Obendrauf eine 5D Mark II mit dem 2470 Zoom. Und diesen Fluid-Kopf, den schauen wir uns jetzt mal eben im Detail an. Der Manfrotto BeFree Live Fluid Videokopf, wie er in der Beschreibung ja auch richtig genannt wird, ist also dafür gedacht, dass man mit einer, ja, mit den Kamerabewegungen sanft vorangeht. Das heißt also, dass wir hier die Kamerabewegung nicht ruckhaft oder frei aus der Hand bewegen müssen, sondern einfach mit dem Hebel die Kamera rauf und runter bewegen. Ich habe das hier schon mal losgemacht, das ist nämlich etwas Besonderes. Ich drehe da kurz mal eben den Fluidkopf auf die andere Seite. Wir haben nämlich hier einen abnehmbaren Schwenkhebel mit Rastmechanik. Abnehmbar ist klar, den können wir komplett abmachen. Normalerweise ist der Aggregatzustand ja so, dass er ganz fest ist. Ich mache den mal eben hier fest. Und unten mit der großen Schraube, die wir hier vorne haben, wird dann einfach der Fluidkopf praktisch gelöst. Und jetzt kann ich hier mit dem Hebel die Kamera rauf und runter bewegen. Ich habe natürlich, je nachdem, was ich aufnehmen möchte, ist das nicht immer der optimale Winkel. Den kann ich also auch dann den Hebel hier oben einfach verstellen. Dafür wird diese Schraube einfach gelöst. Und ich sage einfach jetzt mal, das ist jetzt für mich der optimale Winkel, weil ich vielleicht jetzt mit der Abwärtsbewegung hier vielleicht irgendwie so dann irgendwie Stopp machen möchte, oder ich sitze zum Beispiel davor, habe die Kamera vor mir aufgebaut, ganz klein, und sitze auf einem Stuhl davor, dann ist natürlich so eine Hebelwirkung von oben besser zu fassen, als wenn ich dann den Hebel jetzt einfach nach unten mache oder einfach nur 90 Grad zur Seite abstehen lasse. Das heißt, man kann also diese Bewegung dann hier, der Hebel kann einfach angepasst werden. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung, indem wir jetzt hier einfach unten den Hebel mal nach unten machen. Ich übertreibe das jetzt auch mal so ein bisschen, machen wir es mal ganz runter. So, dann ist das jetzt die richtige Hebelwirkung hier mit dem Hebel, der also hier einfach dann abmontiert werden kann bzw. verstellt werden kann. An der Seite haben wir hier so eine kleine Schraube. Ich will mal kurz eben das Ganze auf Seite stellen, hier unten. Und ich mache das mal wieder fest. Die sorgt dafür, dass der Fluidkopf also jetzt hier sich nicht um sich selbst drehen kann, bzw. wenn er geschwenkt werden soll, dann macht man die Schraube einfach los und dann kann man den Fluidkopf hier auch einmal ganz um sich rum dann schwenken. Das ist gar kein Problem. Wenn ich das dann erreicht habe, was ich haben möchte, oder jetzt eine feste, starre Aufnahme machen möchte, mache ich den Hebel einfach wieder fest. Auf der Seite, wo sich hier dieser kleine Ring befindet, ist natürlich dann auch noch eine Dosenlibelle angebracht, um das Ganze dann hier richtig ausrichten zu können. Machen wir mal wieder fest. Obendrauf haben wir dann hier die Gleitschiene. Die wird mit der Schraube an der Seite hier gelöst. Und müssen Sie auch keine Angst haben, wenn Sie das aus Versehen mal machen und jetzt zum Beispiel der Fluidkopf nach vorne geneigt ist, dass die Kamera also einfach jetzt hier rausrutscht aus der Versenkung. Ich übertreibe das mal eben so ein bisschen, lasse die mal einfach los. Da haben wir natürlich auch einen eingebauten Sicherheitsmechanismus. Das bedeutet, wenn ich die Gleitschiene rausnehmen möchte mit der Kamera, muss ich an der Seite hier diesen kleinen Hebel gedrückt halten. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier also auch ganz normal die Gleitschiene mit der Kamera dann rausnehmen. Die hat auch einen kleinen Pin gegen die Verdrehung und obendrauf kann man hier mit der 1/4 Zoll Außenbohrung ganz normal die Kamera anschließen. Wenn Sie vielleicht einen anderen Kameraanschluss haben, beziehungsweise ein anderes Gewinde oben, in der Regel ist da noch vielleicht 3/8 Zoll, da ist noch so ein kleiner Adapter dabei, der wird dann einfach hier auf den 1/4 Zoll Pin oben drauf geschraubt und dann kommt da dann zum Beispiel die Kamera drauf. Mir fällt zum Beispiel meine alte Hasselblad 500 ein, die ich habe, die hat in der Tat unten eine 3/8 Zoll, eine 3/8 Zoll Innengewinde. Da wäre dann zum Beispiel die Sache mit dem Adapter dann die richtige Lösung. Das war also schon hier wieder der kurze kleine Produktfilm, der BeFree Fluid Kopf. Ich mache den Hebel mal wieder richtig, so. Und der ist natürlich auf das BeFree System von Manfrotto richtig ausgerichtet. Von der Bauart passt der also ganz genau hier oben drauf auf das BeFree Stativ, was ich also hier unter dem Video auch nochmal verlinkt habe. Apropos verlinken, ist natürlich das Produkt selber ist auch verlinkt unter dem Video. Können Sie dann mal nachschauen im Shop. Und hier haben wir den Durchmesser, der fast genauso ist wie der Kugelkopfdurchmesser, der normalerweise jetzt im Stativ auch gehört. Gibt es auch ein Video dazu, ist auch unten verlinkt. Und ja, das war's von hier eigentlich schon. Der kleine, sehr leichte Fluidkopf von Manfrotto mit dem Namen BeFree hier bei uns im Shop.